Heute sind wir in Tel Aviv. Wir hatten eine umwerfende Veranstaltung, an der sehr kurzfristig alle 4500 Menschen teilnahmen. Israel ist eine Nation, die sich damit befasst hat, Wüste in fruchtbare landwirtschaftliche Felder zu verwandeln. Unglücklicherweise, während der Rest der Welt fruchtbare Böden zu Wüsten degradiert. Es gibt viele Gründe, warum Israel das geschafft hat. Wir müssen verstehen, dass dieses Land zu mehr als 50% aus Wüste besteht. Nur 17,5% des Landes sind natürlich anbaubar. Aber dies ist eine Nation, die 4,3% ihres BIP in Forschung und Entwicklung investiert hat. Die Zusammenarbeit zwischen der Agrarindustrie, den Landwirten, der technologischen Forschung und der Regierung hat zu einem Phänomen geführt, bei dem sie viele Aspekte der Landwirtschaft zu einer sehr präzisen Funktion entwickelt haben und ein Wegweiser für die Welt waren. Gleichzeitig hat Israel viele Einnahmen für seine eigene Entwicklung erzielt. 95% des Nahrungsmittelbedarfs des israelischen Volkes werden in diesem Land erzeugt, das von Natur aus rau ist, aber von diesen entschlossenen Menschen gezähmt und in sehr fruchtbare landwirtschaftliche Erträge verwandelt wurde. Israel hat wahrscheinlich die meisten technologischen Durchbrüche in der Landwirtschaft. Die Präzisionslandwirtschaft ist Teil der israelischen Kultur. Die technologischen Entwicklungen für effiziente Landwirtschaft sind das Markenzeichen des israelischen Agrarsystems. Und diese Technologien erreichen nun den Rest der Welt, was den Schutz der Pflanzen und den Schutz der Ernte angeht. Und vor allem das heute berühmte und stark genutzte System der Wassereinsparung bei Bewässerung, das wir heute als Tröpfchenbewässerung bezeichnen, stammt aus Israel und ist heute in der ganzen Welt verbreitet. Die landwirtschaftliche Produktion hat sich verzehnfacht, dreimal mehr als die eigene Bevölkerung. Dies ist ein Beispiel, das die Welt nachahmen muss. Und vor allem der wichtigste Aspekt, den wir uns von Israel abschauen müssen, ist: Nahrung sollte dort wachsen, wo die Menschen sind, und nicht irgendwo sonst. Es geht nicht darum, nach Ländern zu suchen, in denen es riesige Landstriche und weniger Bevölkerung gibt, und dort den gleichen zerstörerischen landwirtschaftlichen Prozess durchzuführen. Und wenn das Land erschöpft ist, gehen wir in ein anderes Land. Diese Methode der Nahrungsmittelproduktion für die Weltbevölkerung muss aufhören. Nahrung muss dort wachsen, wo die Menschen sind. Israel hat ein phänomenales Beispiel gegeben, vor allem wenn man bedenkt, dass es nur 17,5% natürlich anbaubare Fläche besitzt. Das ist auf jeden Fall eine phänomenale Errungenschaft. Der Einfallsreichtum der israelischen Agrartechnologien ist etwas, von dem die Welt zweifellos in hohem Maße profitieren wird. Es ist ermutigend zu sehen, dass wir die Dinge ändern können, wenn die Menschen die nötige Entschlossenheit haben. Und definitiv kann die Situation, in der wir uns derzeit befinden, was die Bodendegradation in der Welt betrifft, geändert werden, wenn wir die nötige Entschlossenheit und den Fokus haben. Rette den Boden, lasst es uns wahrmachen.